Ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann muss ich halt noch eine Runde mehr spielen. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Oh mein Gott, manchmal sind meine Enden richtig verkackt. Bis dahin, bleibt schön trocken. Ich vermisse euch. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yooka-Laylee. Schlurp, schlurp, schlurp. Dirp, dirp, dirp. Ja, wir finden uns mitten im Eispalast und weiter geht's. Wir haben hier schon ein paar Pages abgestaubt. Und wo sind wir jetzt? Ah, hier ist wieder eine Page. Kann ich einfach drüber springen? Ja, theoretisch wäre das möglich. Praktisch nicht. Hä? Ach, da komme ich von der anderen Seite rein, oder was? Oh mein Gott. Direkt mal kassiert. 19, das heißt 49. Ja, ich muss mir jetzt immer mit 20 Minuten Schritt merken. 49. Roll, 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 roll. Ja. Getrollt wie gewollt. Schneller, 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 schneller. Alles im Bereich des Möglichen. So, jetzt gibt es hier nämlich noch zwei weitere Wege. Einmal nach vorne. Und einmal nach hinten. So, also wie es aussieht, nach vorne nicht. Hier kann man auf jeden Fall runterfallen, das ist schon mal gut zu wissen. Ich mir dann auch direkt passieren, was soll denn dieser Raum? Du willst mir nicht sagen, dass dieser Raum nur für eine Feder gedacht ist. Sowas baue ich in mein Spiel auch ein. Einfach so ein Megatreu-Raum. Oder muss ich da hochspringen, um dann da hochzukommen? Ach, guck mal. Und hier. Wieder mal ein Herzen mehr. So sehe ich das ein. Ja, in dieser Eiswelt haben wir schon relativ mehr gefunden als in diesen anderen Welten. So, wo bin ich jetzt hier? Hier geht es wahrscheinlich wieder weiter. Immer schön Sachen öffnen. Geh auf, du Arsch. So. Ja, und hier oben lang. Wieder nur eine Feder, echt? Nee, also hier gibt es mehr. Zwei Federn. Echt? Echt jetzt? Zwei Federn? Ah, nee, da geht's weiter, okay. Ich wollte schon sagen, ey, zwei Federn. Oh! Sonartechnologie. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja. Was mache ich? Kann ich hier nicht zielen? Ah, 10 Sekunden. Und auch noch einen Abgang gemacht. Ja, aber das kriege ich hin. Ich meine, guck mal, wie weit ich eben war. Und das schon nach dieser kurzen Zeit. Obwohl ich hier nicht zielen darf. Und zack.
Einmal hier bitte. Einmal hochspringen wahrscheinlich. Nein! So, easy going. Und danke für die Tür. Aber wo ist mein Pagey? Ich möchte eigentlich einen Pagey dafür. Oh. Ah, jetzt leuchte ich. Oh mein Gott, bin ich cute. Ah, to the barrel room. War das hier vorher bestimmt alles vereist oder was? Hallo? Hallo, Entdecker. Ist der draus? Ihr habt es aber weit gebracht. Das Spiel hat schon genug Wortspiele. Danke, öffne deinen Käfig, wir kommen dich holen. Nicht so schnell. Ein Pagey wie ich lässt sich nicht so einfach einsammeln. Wenn ihr euch würdiger bei ereisen wollt, müsst ihr erst mal einen Mega-Quiz knacken. Okay, aber dein Solariumsbräune reicht bei weitem noch nicht für einen Showmaster aus. Gib mir 3 richtige Antworten. In Folge, dann öffne ich den Käfig. Habt ihr das Zeug zum Sieger? Ja. Hervorragend. Willkommen bei meinem Mega-Quizl. Mega-Quizl. Laut meinen Informationen kommt ihr den langen Weg aus der Schiffsbruchbucht. Da ist es so herrlich grün überall. Welche Farbe haben die Rohre in diesem Raum? Grün. Pech gehabt, das war falsch und das war's für heute Abend. Vielleicht verschlage ich ja beim nächsten Teil noch mehr besser. Okay, ich habe schon verstanden. Ich leuchte. Rot. Habe ich nicht rot gesagt? Hab ich grün gesagt? Ich habe doch rot gesagt. Glas. Kisten. Totenköpfe? Schätze. Schatzkisten? Mhm. Fliesen sind lila und blau. Schatzkisten sind 2 und leer. Okay. Ja, dann mal los. Jawohl. Puh, ich habe es umzusehen. Wir sind bereit. Die ersten Fragen bitte. Wie viele Federn sind in diesem Raum? Null? Toll geraten. Nächste Frage. Nein, das war offensichtlich. Welche Farben haben die Rohre in diesem Raum? Ah, Randomness, ne? Rot. Schon wieder toll geraten. Gut gemacht. Nächste Frage. Wie viele Fässer sind in diesem Raum? Minus der Anzahl der Kisten. Was? 2? Moment, können wir diese Antwort gelten lassen? Ich frage kurz mal die Stimme in meinem Kopf. Okay, verstanden. Ich gebe das so an die Teilnehmer weiter. Snooker, Whaley, ihr seid als Verlierer gekommen. Aber ihr geht als Gewinner. Gratuliere, ihr habt das Mega-Quizl. Jetzt nur noch Quiz. Gewonnen. Puh, das war jetzt aber ziemlich sicher das letzte Quiz in dieser Abenteuer. Denkst du? Ja, das war doch quizzelig. Aber gut, dass es bestätigt wurde, dass es hier 0 Felder gibt. Federn. Was ist das? Da war auch da waren auch solche Dinger. Oh nein. Und einmal wieder gehen. Ich hoffe einfach, dass ich, wenn ich diese Wege hier gehe, nicht irgendwo richtig offensichtlich Sachen vergesse. Hier war ich noch nicht. Okay, Federn. Und bruchige Stücke. Die kaputt machen? Nein. Ich kann da hoch mit der Luftzirkulation. Und was bringt mir das? Hä?
Ach so. Hä? Verstanden. Nur lila und rot, oder was? Nee, nur lila, ne? Nur lila, ne? Gott, was? Wie nur lila? Ja, doch, hier. Geht ja. Okay, man kann auch zwei gleichzeitig kommen. Drei. Dachte ich mehr so an, wenn man die Sachen kaputt macht. Aber es lief dann nicht so wie gedacht. Zack. Bei 100 Pages, ne? Muss man ja quasi voll viele von diesen Rätseln hier machen. Die dauern dann schon eine Weile. Und noch eine Page. Also hier gönnen wir uns echt viele. Macht aber Spaß, solche kleinen Minispiele. Ich liebe dieses Spiel einfach. Das ist so, so gigantisch gut. Ich brauche doch locker am Ende die Fähigkeit nochmal. Gibt ja jetzt nichts Schwieriges, ne? Na gut. So, einmal hier. Einmal hier. Sollte mich nicht vorher fallen lassen. Was gibt's da? Geh ich da rein? Nee, da geht's nicht rein. Ah, jetzt. Jetzt wird's bombig. Das klingt so cool. Hier lernt man endlich alle Fähigkeiten noch mal kennen, voll nett. Ah. Und man lernt zu fliegen. Au, ja! Und das sehe ich dann aber auch voll wann. Ah. Nicht die Plattform geht runter, sondern das Wasser hoch und runter. Okay, das ist anstrengend. Ich weiß jetzt, weiß nicht. Einen ganz schön langen Weg muss man hier zurücklegen. Einmal aufsteigen bitte. Jetzt zu sterben, das wäre belastend. Schub, 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 schub. Ach, ist da etwa ein Pagey? Ah, da geht's nochmal lang. Ach so. Ich sag mir nicht, ich muss den ganzen Weg nochmal zurück. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schwer hier. Ich muss ja so oder so wegen den Federn hier lang. Guten Tag. Toxisches Schleim von Müllunternehmen Timothy Robbins. Hier, Müll ist unser Schatz. Das ist so lustig. Oh Mann, ey, dieser Humor, der ist einfach so genial. Wo bin ich jetzt? Ah, wieder am Anfang. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, ich habe eben ein Tor auf die andere Seite geöffnet. Ich muss wieder zurück. Okay, da weiß man auch auf jeden Fall, dass man da einfach durchlaufen kann. Wo bin ich hier? Ah, hier geht's weiter. Aha, interessant. Ach,
Was denn noch? Ah. Was denn noch? Oh. Jetzt. Und jetzt? Wasser. Und jetzt? Luft. Oh nein. Und jetzt? Schnell rüber. Okay. Da muss ich scheinbar mehr leisten als nur das, was ich gerade geleistet habe. Hey, what the fuck? Wird die Verwirrung gestiftet hier. Ja, schnell Feuer. Mann, geh doch durch. Oh, Moment, tauch doch auf. Oh, Junge. Jetzt kommt der Eisblock wieder. Komm schon, Eisblock. Yeah. Predicting. Jetzt kommt das da wieder. Da war ich eben verloren. Schneller, 5 Sekunden. Easy. Und nicht mal für einen Pagey, einfach nur um das Tor zu öffnen. Lustige kleine Minispiele. Auf jeden Fall richtig mega lustig. Was ist das? Mal lesen. Wenn du dich verlaufen hast, ruf einfach nach mir. Dory X. Okay, Dory X. Wir rufen dann nach dir. 47 wollte ich Schluss machen, ne? Ach du Scheiße. Noch mehr Wege. Jetzt verstehe ich's. Ah, hier sind zwei. Ah, verstehe. Dort ist eins, zwei, zweite Tür. Wählen wir aus. Und dann dritte Tür. Nee. Okay. Eins. Nach rechts. Zwei. Nach links. Nee. Zweimal nach rechts. Gehe ich jetzt mal von aus, weil anderen beiden haben ja nicht geklappt. Jetzt wieder am Anfang lande, weiß ich, dass ich da nicht hin soll. Nee, guck. Drei. Das wäre jetzt richtig dämlich, wenn man nochmal nach links müsste. Nach rechts. Oh, einfach geraten und richtig. Dann gehe ich jetzt hier lang. Oh mein Gott. Ich frage mich aber, wie sich das zusammensetzt. Fünf. Oder habe ich hier auf dem Boden vielleicht einen Hinweis? Ich bin hier lang gegangen. Das ist wahrscheinlich falsch. Ja, Arsch. Es sieht nicht so aus. Also der Boden sieht immer gleich aus. Wenn du dich verlaufen hast, ruf mich, Dory X. Ne, kann ich mir auch nichts davon vorstellen. Sieht auch nichts kaputter aus als vorher? Hm.
Nö, nee, das war scheinbar wahrscheinlich gar kein Hinweis. Dori X. Das heißt am Ende bei der 5. geradeaus. Jetzt nur mal aus Interessegründen. Nee, ich bin eben also da instant direkt richtig gegangen. Macht trotzdem keinen Sinn für mich. Zweimal hier, einmal geradeaus. Nee, das ergibt auch keinen Buchstaben. Geradeaus. Hier rechts rein. Und dann wieder geradeaus. Aber warum? Weiß keiner. Oder gibt es da tatsächlich einen Hinweis? Oder ist es einfach nur merken? Okay, was hast du diesmal zu sagen? Soll ich das hier in die Sonne schieben? So. Noch mehr in die Sonne schieben vielleicht? Dass alle vier Ecken abgegrenzt werden. So. Stückchen nach vorne. Tada. Das hat ja nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht alle Gegner besiegen. Oh, ich lese mal hier. Gefallen Ihnen die Teppiche? Kompetentes Flachlegen durch Peter Weißböck, Teppich GmbH. Ich hätte wetten können, es war genau das zu tun, was ich gerade gemacht habe. Ist ja jetzt so ein Streifen. Jetzt ist er weg. Wieder da. Ah, jetzt aber. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Das war auch schon wieder zu viel. Oder? Hä? Dann frage ich mal die Scheibe hier. Hilfe, mein Käfiggeschloss ist zugefroren. Könnt ihr mir ein wenig Licht auf die Sachen bringen? Ach so. Sag mir nicht, ich krieg eine... Ja, ich habe hier nur einen Block. Ich krieg wahrscheinlich eine Fähigkeit. Ja, das ist ja dämlich. Oder kann ich die kaputt machen, den Eisblock? Ne, schade. Ich dachte, ich kann den in mehrere Dinge aufteilen. Nee. Hier gibt es ja auch keine Spiegel und nichts. Kriege ich jetzt tatsächlich noch eine Fähigkeit, womit ich Sonne reflektieren kann? Oder bin ich einfach gerade wieder nur zu doof? Nee, bleib doch so schön da, wo du warst. Mann. Klar. Also nützt mir das nämlich nichts. Und sonst kann ich hier auch nichts machen. Schade. Ja, das ist mies. Lass einen halt die ganzen Dinger machen. Und dann hier am Ende mit offenen Armen dazustehen, ohne alles. Das ist doof. Ist doof. Ist doof. Wenn du dich verlaufen hast, frag Dori X oder was? Verstehe ich nicht. Ich verstehe dieses Muster hier nicht. Klar, dieses Muster zeigt mir jetzt an, mein Fortschritt und so, aber... Nee. Außer meinem Fortschritt habe ich hiervon nichts.
klar, es ist mir klar, dass es dahin muss. Entweder bin ich doof. Oder, ich kann doch noch was mit dem Eisblock machen, ohne dass ich das wusste vorher. Ist ja klar, dass der reflektiert. Und dann muss ich hier so stehen. Und bestimmt so... Ich bin noch ein Chamäleon. Ich kann bestimmt dann so hier... so draufstellen und dann kriege ich die Farbe. Für mich so Eis. Ich so reflektieren, so tschu. Oder Silber halt. Ja, hier geht nichts. Bei Fragen fragt Dory X. Hab mich verlaufen. Bin Dory X. Das Schöne ist, bei solchen Irrgarten kommst du immer wieder zurück. Hier kann ich jetzt tatsächlich auch aufhören. Weil wir das nächste Mal dann wieder ganz gewöhnlich vom Start der Welt anfangen können. Unter der Insel am Durchtauchen. War voll mega. Voll viel erreicht, finde ich. Man kommt ja auch eigentlich gut wieder zurück. Dafür ist das da. Auf dem Rückweg hätte ich das jetzt so gesehen. Also, ah, cool. Ich jetzt hier so lang. Ich glaube, wir haben diesen ganzen Eispalast abgearbeitet. Ja, hier war das mit diesem Eis. Ne, nicht den ganzen. Doch den ganzen. Oder nicht den ganzen? Es gab diesen einen, wo dann nur... Und hier war das, ja. Hier war nur diese eine einzige... Da müssen wir nochmal hin. Und dann werde ich den Part auch für heute beenden. Hier. Ach, das ist da. Das, wenn ich runtergetrieben werde, kann ich mich hierhin zurück retten. Ja, dann hat sich das erledigt. Habe ich eigentlich alles in diesem Eispalast erledigt, muss man dazu sagen. Denke ich mal. Können wir in der nächsten Folge dieses andere Tor suchen, wo ich auch gerade nicht weiß, wo das sein soll. Und ja. Was ist denn das? Hier wissen wir auf jeden Fall, dass da noch eine Pagie drin ist. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich nehme mich hier nochmal kurz ein bisschen um. Nur für alle Fälle, dass ich was entdecke, was ich vorher nicht entdeckt habe. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Leckt ein Like da, wenn ihr Lust habt. Und sonst alles klar.